Ja, moje, da sind wir auch schon wieder bei Gothic. Und in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, warte mal, ich muss mal wieder kurz leiser machen hier. Ich höre immer YouTube hier drüber und dann ist es leise und wenn ich dann aufnehme, ist das Spiel zu laut. Ich habe ja gesagt, dass ich den Weg nicht aufnehme. Ich hier ins Sumpflager laufe, aber hier wollte ich ja weitermachen. Anscheinend sind wir jetzt so inoffizielle Mitglieder des neuen Lagers. Des Sumpflagers. Alter, sagt ja nichts. Mach Platz. Der hat mit mir geredet. Mach Platz. Weil wir da keine Quests mehr haben. Und auch keine höheren Quests mehr kriegen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was ich hier machen soll. Ich muss den wahrscheinlich mal mit der Korkalom rede ich nochmal. Und dann gehe ich mal zum Ypsberion, ob der da noch liegt auf der Treppe. Stimmt. Als ob den jemand aufgehoben hätte. Dann muss ich mal gucken. Mal ein bisschen auf der Questsuche gehen, wa? Ach, lass mich mal vorbei. Klingt wie Saruman, aber nicht wie das Lied, sondern wie das richtige Saruman-Gedöns da, wenn er da auf dem Türmchen steht. Und der Lawine da beschwört. Der Bärsche da, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Man muss halt immer mal aufpassen, was man so sagt. Wo ist denn der Kaukalom? Ach, hat der Kaukalom sich das Büro gewechselt oder was? Ist der gar nicht hier? Aha. Aha. Dann wollen wir mal in Korkalom-Büro gehen, wa? War gerade lustig, deswegen muss ich es einfach mal durchziehen. Ich musste mir ordentlich halt durchziehen. Ich hatte mir überlegt. Oh, da ist der Stuhlkreis. Ah, der steht wieder. Ne, hat's wieder hingelegt. Ne, mit dem Bildschirm. Ja, was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Habt das denn mehr alle am Brett oder was? Habt ihr zu viel geraucht? Kann ja sein. Da der Typ, der mit der Rüstung, mit dem haben wir noch gar nicht geschwätzt, der am Ende des Videos, und die das ihr leider nicht gesehen habt, wie ich finde, festgestellt habe. Ach, der ist tot. Ne, der lebt noch, der bewegt sich noch. Was willst du? Was willst du? Ach ja, doch, wir Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Orkfriedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja, mach ich. Soll ich mal fragen? Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Ich wollte nur fragen. Du musst mich ja nicht direkt mit dem Dreck bezahlen. Ich wollte ja erstmal sagen, hier, ich vielleicht will ich was dafür haben, wenn ich fertig bin.
Ist ja eigentlich meine Firmenpolitik. Ich mache erste Aufträge und kriege dann eine Belohnung. Aber wenn du mich im Voraus bezahlst, dann schau ich sie immer. Jetzt muss ich gleich erstmal schlafen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Danke. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Der Talas. Die feige Ratte. Eine Geschichte muss aber was dran sein. Bevor wir zum Talas gehen, schwinge ich mich ins Bett. In die Feder. Oder ne, Talas, den können wir jetzt schon anschwätzen. Talas! Talas! Wo bist du denn hier? Ja, da steht wieder da hinten. Weißt du? Nur Witze. Nur Wichse. Ey, Talas! Gott, ey. Rauch deine Scheiße da zu Ende. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Eimer noch einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ja, nee, erst geh schlafen. Du kannst ja mitkommen. Komm wohl mit. Warte mal, Talas. Ich will erst schlafen gehen. Ich brauche eine Mütze voll Schlaf. Kann ich hier hin, oder was? Ey, du! Der Talas! La 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 la! Der Talas ist eine kleine Sau, der kann nix und hat Angst und ist, was weiß ich, tot. Nee, ist er nicht, aber ja, so. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Jetzt zieh doch nicht wieder das Schwert da hier. Das ist doch immer dasselbe. Es ist doch immer wieder dieselbe Leier. Was ist das denn hier für ein Scheißwetter? Was ist das denn hier für ein Scheißwetter? Ja, das ist ja nicht bestellt. Ich hab gestern mein Teller leer gemacht. Das durfte gar nicht regnen. So, wenn ich den Talas jetzt nochmal da hinten auf dem Platz da anschwätzen muss, Raschos. Was schrisch aus. Immer. Oder der ist schon vorgelaufen. Och, Talas, ich hab gesagt, ich muss nochmal schnell pinkeln. Ich muss nochmal schnell, sag doch mal, schlafen. Melvin. Naja, den Dusty, den helfen wir da auch mal gleich. Der steht garantiert wieder hier. Hey, Talas! Hey, Talas! Der ist bestimmt schon dahin gelaufen. Alleine. Was ein Vollidiot, ey. Ich weiß aber ungefähr, glaube ich, wo das ist. Das ist wirklich da, wo die Brücke ist. Ich halte mich da lieber mal raus. Da habe ich keine Lust drauf. Ich weiß auch gar nicht, wo fliegt denn da der Hubschrauber hin? Ball damit. Ey, Ball! Also, hier ist das Grab. Aber weiter gehe ich nicht. Stell mich wieder an die Brücke. Das müsste eigentlich da oben sein, da links. Dafür der erstmal eine Brücke hin. Brücke sehen und sterben. Habe ich schon mal gesagt. Ach, da. Die haben wir doch vor der Mine getroffen, die Leute hier. Ich muss natürlich die Brille richten. Ich bin ja eine Brillenschlange. Ach, die Brille muss richtig sitzen.
Brille. Das Brillchen muss richtig sitzen. Ich muss ja mal kurz auf das Handy zwischendurch gucken. Ist ja nur, ich bin ja nur zu Fuß unterwegs und ich beschäftige mich ja auch mit euch. Ja, ja, ihr seid richtig toll. Bla, blub, blub, blub. So, wenn der jetzt nicht da oben rings steht, dann raste ich aus. Noch sehe ich nicht. Ich sehe ihn immer noch 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 nicht. Doch, da. Habe ich doch gesagt, ich kann hier auch schon als Schläfer anfangen, wa? Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Komm, hier, geh. Stehst du im Weg rum. Da ist er froh. Hat man richtig gesehen. So, ja, ich hab's nicht aus freien Stücken gemacht. Speichern. Das ist essentiell, hat mir speichern. Hier hab ich doch schon mal um die Ecke geguckt. Die waren aber nicht da. Beißer. Hießen die nicht auch immer hier Snapper? Alter, ey. Ich bin nicht lebensmüde. Die hauen uns jetzt um. Die sehen aber ein bisschen anders aus. Hey! Da war ein Ork. Immer wenn wir mit einem Talas zu tun haben, dann... Ich hab doch... Ach ja, ich hatte ja noch einen Ring gekriegt. Dann guck ich halt mal, was das für ein Scheißring ist. Ring der Gewandtheit. Was soll das sein? Ring der Kraft. Stärkebonus. Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Schutz, Stärkebonus, ja. Geschicklichkeitsbonus. Geschicklichkeitsbonus. Gewandtheit, Mordraxring. Ja, dann haben wir schon. Der Mordraxring ist sogar mehr wert, ihr Arsch. Wichser. Bringt uns nichts. Ja, gut, dann wissen wir ja, worum es in der Folge geht. Und zwar um die vier Snapper da. Alter. Ah! Aha! Ihr Arschfressen! Ihr klingt wie der Scavenger. Ah, ihr seid wahrscheinlich auch fiese Scavenger. So richtig fiese Scavenger. Das Video läuft plötzlich langsamer. Das liegt nicht an mir, das liegt an Orbio. Dieses ekelhafte Geräusch, wenn er das Fleisch in sich reinschiebt.
Was, da hat wahrscheinlich irgendjemand gewichst und hat da eine Wichsbewegung da als Fleischessen rausgefiltert und zusammengeschnitten. Gott! Gott! So, du letzter Beiser, du. Putz mal, Beiser. Beisorschen. Ey, du! Ich hätte gleich speichern wollen. Ich guck erstmal. Ich glaube, man kann nämlich auch mal irgendwann mal mit Orks reden. Mit dem nicht. Nee! Nee! Muss doch jetzt so gewalttätig werden, ey. Ah! Oh! Was? Hunterschalke, hm? Ah, ich sehe vor lauter haarigen Rücken, das will ich nicht. Ah! Ha. Alter. Lass von mir ab. Ha! Hucha, hucha, ha! Hugachanga! Ich wünsche mir Hilfe von der Lara da unten. Ah! Die Tierchen da, die lassen hören wir es auf, irgendwann einen zu verfolgen. Ja, ja. Ich bring du Orks mit. Hä? Bist du denn bescheuert oder was? Was war denn für eine Scheiße? Bist du auch hängen geblieben oder was? Ja, du bist sowieso hängen geblieben. Lauf! Lass mich in Ruhe. Ich bring Freunde mit. Die Waffe weg. Komm, steck das Ding weg. Weg mit der Waffe. Da war ein Ork. Hä? Wo ist der hin? Willst du mich verarschen? Aha. Na gut. Ich weiß ja auch nicht. Eigentlich bräuchte ich Magie, so Heilmagie und so. Ich hab da ein Röllchen. Heilung. 10, 5 maximal. Ja. Hm. Ja, dann nimm hier so ein Tränkchen oder was. Dann kannst du wenigstens auch mal aufhören zu bluten. Lecker, Pilze, und zwar roh von der Stange. Wenn der jetzt da oben respawned ist, mit volle Lebenspunkte, dann raste ich aus. Ich raste so aus, Alter. Ich raste. Da kannst du dir gar nicht vorstellen, wie ich schon ausrasse, Alter. Da gibt's überhaupt nicht mehr. Oh. Ich speichere gleich wieder.
Ach ja, der Orks. Weißt du, kein Wunder, dass man so fremdenfeindlich stehen gegenüber ist. Sie greifen ja sofort an. Ich wollte ja nur mit denen reden. Aber nee, die machen ja eine Huschaschaka, Huschaschaka, Umba-Aka, Umba-Aka, Huschaschaka, Huschaschaka, Umba-Aka. Umba-Lumpa. Selbe Stelle, selbe Welle, wa? Warte. Hör mal! Aber warum denn beide? Kann ich den irgendwie... Spring da runter! Hä? Der hat die Waffe weggesteckt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich bin, glaube ich, eben auch ohne Waffe hingelaufen. Arschloch! Das ging erstaunlich leicht. Man muss sie einfach kurz mal ablocken, wa? Was hat er denn fallen lassen? Was hat er denn da fallen lassen? Kruschwarock. Ah, hast du Kruschwarock fallen lassen, wa? Der Kruschwarock ist besser. Das ist richtig besser. Benötigte Stärke. Geil, ja. Das versuchen wir mal. das ist aber, glaube ich, heftig. Nee, blocken. Ey, dein Kumpel hat einen Kruschwarock verloren. Nee! Ha! Geil, Alter, geil. Gib mir deinen Kruschwarock. Alles klar, wir wissen jetzt, das Blocken bringt ja wirklich was. Ui. So, ich guck mal hier, was hier so ist. Das sieht aus, als wäre da was, aber hier ist, glaube ich, nichts. Nee, das ist nur der Außenfestung hier. Das sehen aus wie riesen Zähne mit den Zahnstocher, die da drin hängen. Da hat einer richtig tief gegraben. Da war ein Krümmel drin und er wollte den da raus haben. Das ging nicht. Heilung. Fleisch. So, und nochmal speichern. Wir haben jetzt einen Kruschwarock. Mit dem Kruschwarock, da können wir richtig Eindruck stehen, wa? Können wir eine Weiber aufreißen und vielleicht auch den Typen, ist ja egal. Reißen wir es alle auf. Wenn wir zwei kommen, dann weiß ich auch nicht. Das ist nur einer, wa? Hey. Ist ja ekelhaft! Gib mir deinen Kruschwarock! Ich mache einen Handlauf! Ich weiß nicht, ob ich nochmal lade und versuche ohne Schaden. Ich versuche einfach nochmal ohne Schaden. Das kostet halt alles Heilung und Zeit. Ich habe keinen Bock, da immer rumzustehen und das Fleisch in mich reinzudrücken da. So, du Arsch. Ey, du, ganz ruhig rüberkommen hier. Nee. Oh, und jetzt haben wir ja noch mehr Schaden als eben. Ja, egal, das habe ich auch nicht. Gib mir eine große Frage, ich mache Handlauf. Ich kann da so schlecht gucken. Da steht noch einer. Aber ich muss mich erstmal heilen.
Seraphis können wir ruhig auch mal fressen. Kann sich ja nicht immer nur von Fleisch ernähren, wa? Muss auch Salat essen. Ich hoffe, da kommt nicht einer irgendwie aufs Eckere raus, oder? Dürfte eigentlich nicht. Da liegt wer. Da liegt wer. Oh nein, Templer. Gib mir. Soll ich jetzt rein? Muss ich da jetzt rein oder was? Frisst der Bär nicht, ich bin da. Winde.